Hallo, wenn das Gegnerteam nicht irgendwie verschwindet, kommt früher oder später in Trials die Heavy Round. Und ich möchte jetzt über eine Waffe reden, die dafür massiv unterschätzt wird: Bogenwerfer. Bogenwerfers exotischer R2-Angriff ist es, einen Blitz zum Gegner zu schießen. Er fliegt zwar relativ langsam, ist aber dadurch, dass er zielsuchend ist, auch auf relativ große Reichweiten verlässlich. Kombiniert mit dem Umstand, dass man nun mal mit einem Schwert mehr Energie hat als mit einem Raketenwerfer Raketen, eignet sich das dann auch sehr gut, einfach mal auf Verdacht auf einen Gegner einen Bogenwerferschuss zu setzen. Als Schwert ist Bogenwerfer aber prinzipiell auch noch in der Lage, Feindbeschuss durch Raketen zu blocken. Juhu. Schlägt die Rakete jedoch neben oder hinter euch ein, bringt euch der Block auch nichts. Der Block muss der Explosion schon zugewandt sein. Ein großer Nachteil des Bogenwerfers ist, dass die Distanzangriff-Animation relativ lange dauert und wenn man dann nicht trifft, steht man relativ lang ungeschützt da, da man vor allem leider im Gegensatz zu beispielsweise dem exotischen Dunkeltrinkerschwert nicht mehr aushält, während man die Animation ausführt. Wenn man sein Schwert also ausschließlich im Nahkampf benutzen will, ist man vielleicht mit Dunkeltrinker besser bedient. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.